Hallo zusammen und herzlich willkommen. Hier spricht die Shalia Stevens von shaliastevens.com. Ich bin der virtuelle Coach und ich bringe Solopreneure bei, wie sie sich auf dem Markt erfolgreich positionieren, wie sie Kunden gewinnen regelmäßig und kontinuierlich und wie sie ihr Business online bringen. Und in dem heutigen Video möchte ich eine Frage stellen. Die Frage habe ich von einer sehr lieben Kundin von mir und zwar ist das eine Frage, die sie sich jeden Morgen stellt und sie lautet: Was würde ich heute erreichen können, wenn ich mich selbst nicht stören würde? Das ist eine super großartige Frage. Und was die Sonja meint damit, ist vor allem die Gedanken, meint sie, mit denen wir uns stören. Und ich wollte hier, weil ich heute das erste Mal mit Zoom eine Aufzeichnung mache, schauen, ob ich das mit Screensharing mache. Ich zeige dir gleich, welche Fragen gemeint sind. So. Ich werde das jetzt hier zeigen. So, kennst du das? Das sind so einige Gedanken, die stören. Nämlich der Gedanke, ich mache sehr viel und doch kommt viel zu wenig dabei raus. Und man dreht sich permanent den ganzen Tag mit diesen Gedanken. Oder ich brauche mehr Leser, ich brauche ganz viel mehr Leute auf meiner Liste, als ich habe. Meine Liste ist zu klein, ich brauche mehr Kunden überhaupt, ich brauche mehr Umsatz, ich brauche mehr. Ich habe nicht genug. Kennst du diesen Gedanken? Oder ich habe Angst, dass das Geld nicht reicht am Ende des Monats. Oder vielleicht, wenn du schon erfolgreich bist, das Geld kommt zwar jetzt rein, aber was ist, wenn es aufhört irgendwie, dass es demnächst nicht reicht? Also diese Störung oder dieser störende Gedanke ist ein Gedanke, die uns trifft, egal ob wir wenig gerade an Umsatz vielleicht reinbringen oder viel, die betrifft uns alle. Kennst du das? Oder hast du diesen Gedanken gehabt, ich müsste mich überwinden und mehr machen? Viele Leute sagen mir, ja, ich glaube, ich bewege mich so sehr innerhalb von meiner Komfortzone. Ich müsste mich außerhalb meiner Komfortzone bewegen und einfach mehr machen, als ich tue. Und gleichzeitig kommt der Gedanke, der sehr störend ist, ja, aber wie soll ich denn eigentlich mehr machen? Ich habe schon zu viel zu tun, viel zu viel. Meine To-Do-Liste ist ewig lang und ich habe zu wenig Zeit an und für sich, um das unterzubekommen. Vielleicht, weil ich auch noch eine Familie habe und Kinder habe, die auch Zeit von mir benötigen oder einen Partner oder weil ich in einem Halbzeitstelle stecke und deswegen nicht genug Zeit habe oder weil du als Unternehmer oder Unternehmerin einfach dir so viele Aufgaben reinladest, also du mühst dich zu mit Aufgaben, Konzepte, in Ideen, du kommst denen alles einfach gar nicht nach. Kennst du das Gefühl, zu viel zu tun zu haben und zu wenig Zeit? Auch das ist ein störender Gedanke. Oder ich kann mit anderen nicht mithalten. Das höre ich von vielen meiner Kunden. Sie schauen sich überhaupt auf den Markt, was die Kollegen und Konkurrenten tun und sie haben den störenden Gedanken, ich bin nicht so gut wie sie. Sie sind kompetenter, sie sind besser, sie machen besseres Marketing. Ich kann nicht mithalten. Hast du das schon mal jemals gedacht? Oder meine Kunden und auch ich selbst habe darunter gelitten, wo man irgendwie sich gestresst fühlt, ausgelaugt, aber es kommt der störende Gedanke, ich darf mir schlicht und ergreifend keine Auszeit gönnen. Wir haben es ja vorhin gesehen, die To-Do-Liste wartet auf mich. Ich muss einfach weiter preschen, ob ich müde bin oder nicht. Oder vielleicht der störende Gedanke, mir fehlt an Know-how. Ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt mir grundsätzlich. Ich müsste noch eine Coaching-Ausbildung machen, noch über Marketing lernen, noch mehr über Facebook-Ads lernen, was auch immer das Ding. Ich muss was an mir tun, ich muss an mir arbeiten, ich muss. Das ist kräfteraubend. Das sind diese störenden Gedanken, die meine Kundin meint. Und sie hat zu Recht die Idee, wenn sie sich weniger stören würde mit diesen Gedanken, dass sie viel leichter, viel freudvoller, viel entspannter nach vorne gleiten könnte. Und das ist auch wirklich eine sehr gescheite Idee, die sie hat und die sie auch sehr, sehr gut umsetzt und lebt. Und je mehr ich mich mit diesen Ideen auseinandersetze, desto mehr sehe ich, da gibt es eine gewisse Erfolgsformel, wenn man so möchte. Und zwar die Idee, die ich früher hatte dazu war, ja, Erfolg oder Leistung ist gleich Fähigkeiten multipliziert um harte Arbeit. Und
Anstrengung und irgendwie dranbleiben und all diese Sachen, die ich dachte, führen zu Erfolg. Die Erfolgsformel, die meine Kunden, die Sonja, was sie meint mit dieser Frage, die sie sich jeden Morgen stellt, ist die Idee, ja, wir haben eine eigene natürliche Kapazität als Menschen zu lernen, zu wachsen, voranzukommen. Und das Einzige, was uns davon abhalten könnte, erfolgreich zu sein, dorthin zu kommen, zu dem Wunsch, den wir in unserem Herzen haben, ist das, wenn wir uns im Weg stehen, wenn wir uns selbst stören. Und das ist so kraftvoll, wenn du bemerkst, diese Erfolgsformel ist einfach die unsere natürliche Kapazität minus Störung ist gleich Erfolg. Ja, aber vielleicht hast du länger schon dir gedacht, ich habe schon selber gemerkt, dass diese Gedanken stören, ich möchte die loswerden, aber ich weiß nicht, wie das geht. Dann, wenn das bei dir so ist, dann möchte ich dir heute ein Angebot machen und ich scrolle hier nach oben auf diese Seite, nämlich vielleicht hast du es gesehen, ich bin auf einer Landingpage und zwar für ein ganz nagelneues Online-Angebot, ein Online-Programm, das zusammen von mir und Sandra Heim von Mama Revolution ab Januar 2017 offiziell angeboten wird. Plus du hast schon die Möglichkeit, jetzt heute, was haben wir jetzt? Wir haben Ende Juli, hast du die Chance, dich einzutragen. Und hier ist die Adresse, die du benötigst. get-beyond.com. Ich tue diesen Link auch unterhalb des Videos. Komm auf diese Seite und dort siehst du die Möglichkeit, ein stärkeres Mindset aufzubauen für einen total entspannten Erfolg. Du kannst dich hier mit deinem Vornamen, deiner E-Mail eintragen und wir halten dich ab sofort unverbindlich und kostenfrei auf dem Laufenden über die Weiterentwicklung des Online-Programms. Also was die Inhalte sein werden, was die Termine sein werden, wann wir offiziell genau losfahren, was sind die Kosten für das Programm. Aber nicht nur das, du wirst nicht nur als Frühanmelder oder Anmelderin in den Genuss von Vorabinformationen kommen, sondern du wirst auch mit uns gemeinsam ab Herbst auf eine kleine Reise gehen. Wir werden nämlich ein kostenfreies Grundlagentraining machen mit mehreren Teilen und einige Dinge besprechen und anschauen und erforschen gemeinsam, die dich in die Lage versetzen wird, ein ganz neues Mindset zu bekommen für diesen entspannenden Erfolg, die dir helfen werden, diesen störenden Gedanken anders zu nehmen, besser zu nehmen, die besser zu integrieren in dein Leben und viel leichter in deinem natürlichen Kapazität und Erfolg zu kommen. Und wir werden mit diesen drei Bereichen beginnen. Also klarer Kopf, offenes Herz, vereinter Geist. Was das mit dir und mit deiner Zukunft zu tun hat, welche Türen es aufmacht für dich in deinem Leben, in deinem Business, wirst du in dieser Zeit im Herbst, wenn wir das Grundlagentraining gemeinsam machen, am eigenen Leib erfahren. Wir wollen, dass du wirklich einen schönen Vorgeschmack bekommst auf das Programm. Also geh zu get-beyond.com und melde dich für die Vorabinformationen und für das kostenfreie Grundlagentraining an. Wir freuen uns sehr auf dich. So, ich stoppe das Screensharing und sage aus meiner Küche hier in Maria, Italien, einen lieben Gruß. Ich gehe in den nächsten Wochen in Urlaub. Ich mache ein bisschen Ferien. Wir sehen uns in den nächsten Wochen, Ende August, Anfang September mit aller Kraft wieder für diese Herbstaktion. Ich freue mich wahnsinnig auf dich. Bis dahin, viel Erholung, viel Spaß, viel entspannten Erfolg. Tschüss!